Ja, Landrat Woidde, herzlich willkommen hier zum Osthessen News Sommer Interview. Dieses Mal wieder von einer anderen Kulisse. Sie haben sich dieses Mal den Ort ausgesucht. Warum gerade die Leobarkirche hier in Petersberg? Ja, man hat einen guten Überblick über Petersberg, die Stadtregion, aber auch den ganzen Landkreis. Hinter mir die Milseburg. Und Überblick ist das, was auch ein Landrat haben muss. Insofern passt es ganz schön. Schöne Landschaft, schöne Region und auch ein schöner Ort für das Interview. Ja, Überblick ist tatsächlich das richtige Stichwort. Hinter Ihnen liegt ein anstrengendes Corona-Jahr mit vielen Herausforderungen. Was hat Sie denn am meisten bewegt? Am meisten bewegt hat mich die Unplanbarkeit der Situation. Dass man Entscheidungen treffen muss von einem Tag auf den anderen, dass sich eine Situation, ohne dass wir, und das gilt natürlich deutschlandweit, Erfahrungswerte hätten. Wie ist das in einer Pandemie? Da konnte einem keiner ein Lehrbuch vorhalten. Das muss jetzt so und so gemacht werden. Und das war sicherlich eine Schwierigkeit. Ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen. Natürlich wird man im Nachhinein, das gilt auf Bundes-, auf Landesebene, auch auf der Ebene des Landkreises, das ein oder andere kritisieren können. Das ist durchaus legitim. Aber ich glaube, wir haben gemeinsam an einem Strang gezogen. Und es hat auch gezeigt, diese Pandemie, dass wir als Kreis oder auch die Städte und Gemeinden nicht allgemeingültig handeln können. Wir brauchen die Bürgerinnen und Bürger, wir brauchen die Einsicht. Das heißt nicht, dass man als Bürger, als Bürgerin dieses Landkreises alles gut finden muss. Aber das heißt, dass man doch einen Grundkonsens finden muss mit den Entscheidungen, die getroffen werden. Denn eins ist mir ganz wichtig, ich glaube, das gilt deutschlandweit. Dieser Staat, die Bundesrepublik, auch auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, tut das, was sie tun, immer im Interesse des Bürgers. Da ging es nicht darum, in erster Linie Freiheitsrechte zu beschneiden, sondern den Bürger zu schützen. Und wir haben ja gesehen, über 90.000 Menschen, die an Corona verstorben sind. Keiner wüsste, wenn wir keinerlei Maßnahmen ergriffen haben, wie hoch diese Zahl gewesen wäre, gerade bei den Alten, den Schwachen. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass wir deutlich machen müssen, dieser Staat handelt, auch wenn es den Einzelnen dann negativ betrifft, aber im Interesse aller. Das, glaube ich, ist was ganz Entscheidendes. Wenn Sie mit Menschen, mit Bürgern gesprochen haben, was ist Ihnen dann gesagt worden? Was haben Sie für Rückmeldungen bekommen? Im Grundsatz ein positiver Konsens, dass wir gesagt haben, wir haben Verständnis dafür. Aber natürlich auch Kritik. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das erst jetzt? Macht ihr das nicht zu spät? Hättet ihr früher bestimmte Maßnahmen treffen können? Die Frage ist natürlich immer, kann ein Staat und damit auch die kommunale Ebene, die Ebene eines Landkreises, alles bewerkstelligen? Und eine Pandemie lässt sich nun mal nicht allein administrativ bekämpfen. Die Infektion verläuft von Mensch zu Mensch, in privaten, in betrieblichen Umfeldern. Und da können wir nicht administrativ verbieten, sondern wir sind immer auf die Einsicht der Betroffenen angewiesen. Jetzt haben Sie viele Entscheidungen treffen müssen als Landrat. Man steht in der Verantwortung, in der Öffentlichkeit. Konkret jetzt in dieser Pandemie, hätten Sie sich manchmal einen anderen Job gewünscht? In guten wie in schlechten Zeiten. So ist das, wie man das auch in einer Ehe sieht, so ist das auch beim Amt eines Landrats. Natürlich gibt es schöne Termine, wenn der Landrat auf einer Kirmes ist. Aber ich habe immer gesagt, ich bin kein Schönwetterlandrat. Auch heute haben wir nicht eitel Sonnenschein, sondern es wird in ein paar Minuten anfangen zu regnen. Und das gehört auch zum Job, dass man sich in die Verantwortung stellt, genauso wie mein Kollege, der erste Kreisbeigeordnete Herr Schmidt, und dass man dann eben auch in schwierigen Situationen sein Mann steht. Am 27. Dezember 2020 sind die ersten Menschen hier im Landkreis Fulda geimpft worden, in den Seniorenzentren. Dann kamen die Impfzentren dazu. Fulda war regionales Impfzentrum, eins von sechs in Hessen. Und jetzt am 30. September ist schon wieder alles vorbei. Das ist eigentlich eine Zeit für eine Bilanz. Welche Bilanz ziehen Sie? Eine positive Bilanz. Ich habe mir noch mal die aktuellen Zahlen geben lassen. Wir liegen so im Bundes- und Landesschnitt ungefähr. Erstimpfung 63%, Zweitimpfung 56%. Das ist, glaube ich, schon ein Erfolg. Also über die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Fulda sind vollständig geimpft. Natürlich wird sich jeder mehr wünschen. Und Sie wissen, die Herdenimmunität bei viel höheren Werten. Aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Jetzt kommt es aber darauf an, und das zeigen gegenwärtig auch die Zahlen. Wir haben eine steigende Inzidenz, heute aktuell 40. Wir müssen das beobachten. Das ist sicherlich keine so gute Nachricht. Es gilt landes- und deutschlandweit. Aber die gute Nachricht darin ist, dass die besonders gefährdeten Gruppen, gerade die älteren Menschen, die Schwachen, dass bei dieser Altersgruppe, also oberhalb der 60, wir fast keine Inzidenz haben. Das hängt mit der Impfung zusammen, unmittelbar. Das heißt, diejenigen, die sich infizieren, sind gegenwärtig rein die Jüngeren. Und deshalb auch mein Appell
an alle, die dieses Interview sehen, gerade die Jüngeren, bitte lassen Sie sich, lasst euch impfen. Das ist der einzige Weg, um aus dieser Pandemie herauszukommen. Und wir haben ja heute gerade das Corona-Kabinett in Hessen gehabt, das getagt hat. Und da wurde auch nochmal die 3G-Regelung im Interesse und aus der Sicht der Bund-Länder-Konferenz der letzten Woche verschärft, dass man dann eben auch gesagt hat, ab bestimmten Inzidenzen dann genesen, geimpft oder getestet, teilweise sogar mit PCR, wenn man dann bestimmte Veranstaltungen gerade auch in Räumen aufsuchen möchte. Jetzt ist es bis zum 30.09. noch eine Durststrecke, weil viele sind geimpft, dann sind die Kapazitäten in den Impfzentren da, aber viele kommen auch nicht zum Termin. Wie wollen Sie denn diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, erreichen? Niederschwellig. Das Impfzentrum liegt in der Mitte des Kreises. Wir haben jetzt eine Situation, und das muss man sich auch mal sagen, ich brauche jetzt keinen Termin. Natürlich ist es gut, wenn ich vorher mal anrufe, aber ich kann hinkommen und geimpft werden. Die Situation hat sich entspannt, also wie wir das noch vor einigen Wochen, Monaten hatten, dass ich mir einen Termin über das Landesportal geben musste, dass ich warten musste. Also ich kann mich heute entscheiden, schaue auf die Uhr, ich habe eine Stunde Zeit, kann mich impfen lassen, das ist möglich. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass wir nochmal appellieren an diejenigen, die sich bisher noch nicht entscheiden konnten. Und ich nehme in diesen Appell jetzt auch die Eltern, die Schülerinnen und Schüler ein, denn wir haben ja seit gestern die Entscheidung der Ständigen Impfkommission, auch für die 12- und Älterjährigen dort eine Empfehlung auszusprechen. Ich halte das für richtig. Natürlich muss das jede Familie und jeder junge Mensch selbst entscheiden. Aber wir werden dann auch noch gemeinsam mit den Schulen, das ist in Vorbereitung, auch mit dem Schulträger Stadt Fulda, der Landkreis Fulda als Schulträger, mit dem staatlichen Schulamt, Angebote aufbauen, die unmittelbar nach den Ferien starten, dass wir noch das Impfzentrum nutzen können, aber auch über mobile Impfteams Möglichkeiten haben, an Schulen zu impfen. Das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Präventionsgedanke. Gehen wir noch mal zurück zur Inzidenz. Wir haben heute 40,3, die Tendenz ist steigend. Was hat das für Auswirkungen jetzt auf unsere Region und wo liegen aktuell die Infektionsschwerpunkte? Also wir haben sicherlich gegenwärtig einen Schwerpunkt hier in der Stadtregion, speziell in Fulda. Infektionen von Familie, in der Familie, das ist der Bereich. 20% sind die aktuellen Zahlen, gerade der Infizierten sind Reiserückkehrer. Also das ist sicherlich auch ein Schwerpunkt. Das hat natürlich auch mit der Freiheit zu tun, Urlaub zu machen, ganz klar. Aber eben auch dort eben das Risiko, sich zu infizieren. Man kann natürlich diese Inzidenz nicht mehr mit der vor einem halben oder dreiviertel Jahr vergleichen. Wir haben die Impfung, wir haben den besonderen Schutz der Älteren und Schwachen, die ja schon im Regelfall doppelt geimpft sind, wo ja jetzt die Frage steht der Auffrischungsimpfung, sodass wir das anders beurteilen müssen. Und ich halte sehr viel davon, auch mal zum Beispiel nach Baden-Württemberg zu schauen. Dort geht man ja ein Stück weit von der Inzidenz weg. Nicht ganz, aber sie bleibt als Indikator, aber nicht als alleiniger und nimmt dann eben ja, die Freizeit- und Aufenthaltsgestaltungsmöglichkeiten der Bevölkerung und sagt, ja, ihr könnt diese Veranstaltung wahrnehmen, aber dann bitte geimpft, genesen oder eben getestet, vielleicht sogar durch PCR-Test. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Der Landkreis feiert eigentlich in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum. Das hat jetzt so von den Festivitäten und dem aufgrund der Corona-Pandemie nicht ganz geklappt. Aber Sie wollen nächstes Jahr nochmal nachfeiern. Auf was können sich denn die Menschen hier in der Region dann schon freuen? Ja, wir haben zunächst mal gesagt, diese Woche ist es eigentlich sogar soweit. Da jährt sich zum 200. Mal der Gründungsakt des Landkreises Fulda. Das wird wenige interessieren, weil es ist damals eine administrative Entscheidung gewesen. Aber ich glaube, es ist ein Grund zu feiern, Zusammengehörigkeit zu pflegen. Und ich glaube, das zeichnet uns auch in der Region aus. Von Flieden bis nach Rahsdorf, von Gersfeld bis nach Bad Salzschlirf. Zusammengehörigkeitsgefühl. Natürlich zunächst mal zu seiner Gemeinde, zu seiner Stadt, aber dann auch zum Kreis. Und wir haben diese Überlegung eigentlich in diesem Jahr und wir werden es im nächsten Jahr dann umsetzen, dass wir ein großes Bürgerfest feiern. Also nicht überbordend, aber für die Menschen der Region, dass wir zeigen, wer wir sind, dass die Musikvereine, die Sportvereine sich engagieren, die Freiwillige Feuerwehr, die Hilfsorganisationen, die Schulen, die Kindergärten, dass sie zu uns kommen. Und wir wollen es feiern, Adolfs Eck in Eichenzell, die Location stimmt da. Und deshalb wollen wir dort ein großes Bürgerfest feiern. Und ich kann eigentlich auch nur schon jetzt dafür werben. Programm ist gerade in Arbeit, das werden wir rechtzeitig dann auch vorstellen, auch den Medien vorstellen. Allen kommen Sie nach Eichenzell und feiern Sie mit uns 200 Jahre Landkreis Fulda.
Sie sind ja auch ein großer Freund der Kirmes. Im Herbst wird die Kirmes traditionell hier in der Region gefeiert. Werden wir das denn dieses Jahr wieder unter normalen Umständen machen können? Also unter normalen Umständen sicherlich nicht. Aber ich habe jetzt schon verschiedene Einladungen bekommen. Zum Beispiel war ich in Grüsselbach, am Wochenende ist in Theiden. Und ich glaube, die sich dazu entscheiden, ist genauso zu legitim zu sagen, ja, wir warten noch mal ein bisschen ab. Aber die sich dazu entscheiden, machen es in kleinerem Rahmen. Und das gilt auch für viele Feste. Und ist vielleicht auch ein Stück weit eine Chance. Wir hatten ja bisher immer die Situation, dass diejenigen, die ein Fest organisiert haben, so ein bisschen unter dem Motto schneller, höher, weiter. Das Zelt muss größer sein und am besten noch eine Band und noch mehr. Und vielleicht ist diese Pandemie auch ein Anlass, mal zu schauen, weniger ist mehr. Vielleicht in kleinerem Rahmen zu feiern, um den Ortsmittelpunkt vielleicht gar nicht so groß einzuladen, sondern die örtliche Gemeinschaft, dass Alt und Jung zusammenkommen. Dann ist der Aufwand und damit vielleicht auch der Kostendruck geringer, aber man kann trotzdem ein schönes Fest feiern. Und wenn der Landrat eingeladen wird, bemüht er sich auch zu kommen. Das ist sicherlich ein Ansatz und ich glaube, die Kirmes wird unter diesen Rahmenbedingungen dann wieder hoffentlich ins Rollen kommen. Sie waren ja jetzt schon mal auf einer Veranstaltung. Sie sprechen immer von moderner Bürgersprechstunde. Was haben Sie denn dort erfahren von den Menschen? Was haben die Ihnen gegeben? Naja, es ist zunächst mal erstmal die Freude, dass man wieder raus kann, dass es überhaupt Veranstaltungen gibt. Und das muss man ja auch mal sagen, dass gerade ja, diese Gemeinschaftsveranstaltung, ob das die Kirmes ist oder ob das ein Sportfest ist oder ob das das Fest des Gesangsvereins ist oder der Freiwilligen Feuerwehr, das sind ja kulturelle Veranstaltungen. Man tut das immer so schnell ab und sagt, ach naja, da wird so ein bisschen Bier getrunken und Bratwurst gegessen. Nein, es geht weit um mehr. Dass man sich trifft, dass Jung und Alt zusammenkommen, dass man sich austauscht über das dörfliche, das örtliche Leben. Das ist was ganz Entscheidendes. Und ja, das bringen die Leute einander. Natürlich ist das Thema Corona ein Schwerpunkt. Aber es gibt auch viele, viele andere Fragestellungen. Wie soll es in der Region weitergehen? Wie ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt? Vieles, was uns eben auch bewegt, bis zum großen Thema Klimawandel und auch hier in der Region im Landkreis Fulda. Mit Corona wird viel Negatives verbunden. Jetzt haben wir aber auch positive Aspekte. Viel Heimaturlaub, Tourismus, der gestärkt wird. Wir haben hier die Rhön vor der Haustür mit vielen Möglichkeiten. Die Region bietet insgesamt viel. Was kann jetzt als Chance noch ergriffen werden und getan werden, damit die Region noch attraktiver wird, gerade auch im ländlichen Raum? Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir alle auf das Urlaubsland Deutschland und dazu gehört natürlich auch Mittelgebirge Rhön anders schauen. Sondern die Tendenz war ja, und das ist ja auch nicht verboten, zu sagen, naja, wenn Urlaub ist, dann im Sommer in den Süden, ans Meer oder in die Alpen, dann auch oder noch weiter weg, interkontinental. Ich glaube, da ist ein anderer Fokus eingetreten. Ich glaube, wir nehmen unsere Heimat. Deutschland ist ja ein sehr vielfältiges Urlaubsland. Von Nordsee, Ostsee, Mittelgebirge, Heide, Harz, Regionen, Hochalpenregionen, das sind alles Dinge, die andere Länder ja gar nicht zu bieten haben. Dazu gehört auch die Rhön. Und ich glaube, da müssen wir weiter ansetzen, denn das, was mir Tourismusfachleute, Tourismusexperten sagen, ist, der Deutschlandurlaub wird weiter zunehmen. Und wenn Sie sich anschauen, gerade die Wetterextreme in Südeuropa gegenwärtig, die Dürre oder diese Feuer oder diese Temperaturen, da ist ja fast ein Urlaub überhaupt nicht mehr möglich. Bei 45 Grad macht man nicht mehr viel. Und ich glaube, da hat Deutschland und damit auch die Rhön eine Menge zu bieten. Und das wollen wir auch weiter ausbauen. Dazu müssen wir natürlich auch mit denjenigen, die diese Angebote machen, reden. Dann muss man eben auch schauen, gibt es da Möglichkeiten, dass man vielleicht etwas auch modernisiert in der Rhön, Unterkünfte, dass vielleicht das eine oder andere dazukommt. Aber diesen Weg wollen wir gehen, denn ich glaube, der Urlaub in der Rhön hat Zukunft. Ja, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ein guter Rundumblick. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Alles Gute.